komplett erschöpft sind, hier an der Diskussion teilzunehmen. Bitte schön. Mir fällt auf. Ja. Du hast sehr ausführlich, gut verständlich, auch für einfache Gemüter, gut verständlich, erklärt, warum die klassische Ökonomie, also die Theorie der klassischen Ökonomie, eigentlich nicht wirklich die Sache trifft. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Aber es Und warum man eben also eine Ebene darüber, also die menschliche Kommunikation, einziehen muss. Nur es wäre, glaube ich, für uns alle sehr spannend gewesen, jetzt einmal zumindest blitzartig zu erfahren, wie dann diese Gesamttheorie oder was auch immer es ist, dann aussehen kann. Es war zwar ein Absatz, das uns ein bisschen aufleuchtend beginnt, das war sehr spannend, aber ja, kann man das kurz erklärt. Mir kommt das Ganze so vor wie die klassische Physik von Newton, die wunderbar in sich funktioniert, aber die vernachlässigt, die relativ nicht. Und erst wenn man verstanden hat, dass die Relativitätstheorie, dann weiß man, dass über den ganzen Zeitraum zu beachten sind und dann kommt man zu einer Gesamtschau. Also so ein anderer Analogon drängt sich mir auf als technischer Mensch. Danke. Vielleicht seinen Winsinn hinzufügen. Ich warte vielleicht noch auf andere Beiträge. Ich lasse das ein bisschen sickern. Ich weiß nicht so richtig, was. Also das war ein methodologischer Vortrag. Ich habe die Welt sozusagen, ich habe die ökonomische Theorie einer anderen Dimension geöffnet. Und aus dieser Dimension kann man sehr praktische Schlussfolgerungen ziehen. Also ich mache Beobachtungen, die ich interpretieren kann als sinnvoll. Ich habe erwähnt, die Asymmetrie des Geldes gegenüber den Gütern, das ist für die Ökonomen ein Rätsel. Ich kann etwas über Wachstum sagen, über die Wachstumszwänge, die aus dem System erfolgen. Aus der vertikalen Struktur ergeben sich keine Wachstumszwänge, keine systemischen Wachstumszwänge. Wenn man das Ganze einbezieht, ja. Also das heißt, ich habe die ganze Interpretation auf die Realität, die habe ich geskippt, weil es einfach zu viel gewesen wäre. Das ist ja war nur ein Wegbereiter zu einer ökonomischen Theorie und das, was, also die Implikationen sind ausgeführt im Buch und auch nur sozusagen, das ist ein riesen Forschungsprogramm, das ich hier anwerfe. Möchten Sie vielleicht trotzdem anhand eines Beispiels, wie Sie jetzt gesagt haben, Wachstum, eine Interpretation geben, damit man sich besser etwas vorstellen kann? Ja, mache ich gerne. Würde ich bitten. Ja, ja. Vielleicht darf ich auch noch. Ja, bitte. Ersuchen um einen kleinen Ausblick, wie Sie sich das vorstellen als Geldforscher. Also früher, wenn solche Überschuldungskrisen überhand genommen haben, im alten Rom oder irgendwo, ist es schon oft passiert, dann ist eben durch einen Krieg oder durch Ermordung aller Gläubiger oder sowas, ist das Problem gelöst worden. Ja? Und das ist schon sehr oft passiert und das wird jetzt auch irgendwie passieren. Und wie als Geldforscher stellen Sie sich jetzt vor, dass dieses Krisenphänomen, das jetzt also sicher irgendeiner Lösung zustrebt, die man sich irgendwie schwer vorstellen kann. Ja. Aber ich meine, die drei großen Wirtschaftsmächte, USA, Japan, Europa, haben eben durch übermäßige Geldproduktion versucht, dieses Problem hinauszuschieben, aber mehr als hinausschieben ist es sicher nicht. Also da könnten Sie vielleicht etwas dazu sagen. Das habe ich mir ein bisschen erwartet. Ja, immer weniger dieses Grundsätzliche erwartet, also ein bisschen einen Ausblick. Ja. Von einer Natürlich.
Ökonomen und Praktischen. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, die Ökonomen haben nie wirklich Zeit nachzudenken über ihre Denkvoraussetzungen und verstricken sich dann in ihren alten Modellen und sind Gefangene dieses instrumentellen Schemas und kommen nicht heraus. Also man muss dann mal diesen Schritt machen und ich habe mir die Zeit genommen, dass seit vielen Jahrzehnten arbeite ich eigentlich über dieses Thema. So, aber gerne, mache ich das. Haben Sie auf der von der instrumentellen Ebene her, ja, kriege ich kein Wachstum. Da kriege ich nur dann Wachstum, wenn ich unten mehr hineinstopfe. Das ist wie eine Input-Output-Tabelle. Ja? Ich kriege Wirtschaftswachstum, indem ich mehr Ressourcen ins Modell stecke, indem ich den Umwandlungsprozess effektiver gestalte und das heißt, die Arbeitsproduktivität steigere. Dann habe ich Wachstum. Ich bekomme auch Wachstum, wenn die Masse der Bevölkerung sagt, ich will mehr haben und es die Möglichkeit gibt, mehr Ressourcen auszubeuten. Also es ist sozusagen das Wachstum von unten und das Wachstum von oben gezogen, nicht wahr? Und wenn ich den Mechanismus selbst natürlich verbessere. Aber die Frage ist, das ist eine große Diskussion immer, der Wachstumsfetischismus, die Wachstumsideologie, und da entsteht so der Eindruck, als ob man nur das Wachstumsziel oder die Ideologie aufgeben müsste und dann hätten wir ein stationäres System. Dem ist nicht so. Der Karl Marx, den ich also beschimpft habe in der einen Zitat, der hat aber andererseits sehr kluge Äußerungen getan, die hat er aus der Mensch-Mensch-Ebene herausgezogen und da hat er gesagt, da hat er eine schöne Formel hingemalt und diese Formel charakterisiert den kapitalistischen Verwertungsprozess sehr schön. Er hat gesagt, nicht wahr? Ware einerseits, also ich habe als Verkäufer, verkaufe ich eine Ware, bekomme Geld, was mache ich mit dem Geld? Ich setze es eine andere Ware um. Aber ich kann die Reihenfolge auch anders sehen. Nämlich das Geld, haben wir ja gesehen in diesem Ding, ist ein verselbstständigtes Etwas. Ein Ding, das aus diesen Kommunikations herausgewachsen ist. Ich kann sagen, Geld, ich bin Investor, ja, ich setze Geld ein, ich setze das in irgendwelche Prozesse ein, Produktionsprozesse. Das ist also, ich kaufe Arbeitskräfte oder ich beschäftige Arbeitskräfte und Maschinen und so weiter, und Berater und so weiter. Und dann produziere ich neue Dinge und dann verkaufe ich sie wieder auf dem Markt. Das heißt, ich habe den Prozess. Geld steht am Anfang des Prozesses. Mehr Geld. Wenn ich hier Investor bin und nicht mehr Geld erwarte, dann investiere ich nicht. Ja, das heißt, die Wertform, die herausgetretene Wertform, erzeugt einen immanenten Wachstumsdruck. Es kommt nur darauf an, wie groß er ist und so weiter und wie. Und das ist eine große Frage der Zivilisation, wie wir mit diesem internen Wachstumsdruck umgehen. Und Sie werden diese Erklärung nicht finden in der ökonomischen Theorie, obwohl sie so einfach ist. Ja, ganz einfach. Jetzt komme ich zum Thema Verschuldung. Verschuldung. Schuld ist ja ein altes Thema. Die Menschen können ja glücklich sein, dass sie sich wechselseitig verschulden können. Denn wenn wir uns wechselseitig keinen Schulden aufnehmen können, würden wir auch keinen Kredit geben. Und das ist etwas, eine sehr humane Relation. Nicht? Und also
Also die in allen Gesellschaften gibt es so Schuldverhältnisse. Wechselseitige, einfach wechselseitige Verpflichtungen. Ich leiste dir heute und sie fühlen sich dann verpflichtet, übermorgen mir irgendwas zurückzuleisten. Was wissen sie noch nicht, wenn es kein Geld gibt? Aber, und das nennt man dann reziproker Zusammenhang. Und die Leute verstricken sich wechselseitig in diesen Schuldbeziehungen so, dass sie sagen, dass sie irgendwann sagen, jetzt tue ich nicht weiter oder jetzt ist die Gesellschaft zu groß geworden. Deswegen sind auch kleine Gesellschaften, also Gemeinschaften, in denen es kein Geld gegeben hat, nie über eine bestimmte Größe hinausgekommen. Ja? Und jetzt, in der Geldwirtschaft hat sich alles gedreht. Das ist interessant. Also wir halten ja jetzt Forderungen, nicht mehr nur in, also wir halten unser Vermögen nicht mehr einfach nur, indem wir noch ein Auto dazu kaufen oder einen Teppich, sondern wir halten Forderungen, wir halten Vermögen, indem wir Forderungen gegen andere erwerben und denken, wir sind darin reich geworden. Ja? Aber die Forderungen, die wir haben, ist die Schuld jemand anderes. Also die, meine Höhe ist das Loch eines anderen. Und diese Höhe der Schulden, dieser wechselseitigen Verpflichtungen, matters, also spielt eine Rolle. Ja? In der ökonomischen Theorie spielt es keine Rolle, weil man sagt, ja, alle Schulden insgesamt gleichen sich ja aus. Die entsprechenden Forderungen. Also heute denkt man schon anders nach der Finanzkrise. Da ist schon drauf gekommen, dass das Schulden zählt. Ja? So. Jetzt haben diese, wir haben seit Jahrzehnten gespart. Ja. Ersparnis heißt, wir geben das Geld jemandem anderen. Wenn wir Geld horten würden, Gold horten würden, ist das keine Schuld von jemandem. Aber wir horten Forderungen an andere, das sind Schulden. Ja. Und irgendwann wird es zu viel. Ja. Und das hat das ganze System natürlich unheimlich angeheizt, weil jeder dachte, er wird finanziell unabhängig. Das ist doch ein Wahnsinn. Nicht? So, jetzt hat dieses verdammte Forderungsschulden-Ding hat den Nachteil, wenn es einmal da ist, kriegt man es schwer los. Ja? Wir kriegen es schwer los. Und zwar, wie kriegen wir sie los? Ja? Indem natürlich der Gläubiger auf seine Forderung verzichtet. Er streicht sie einfach. Wie Sie sagen, oder der Gläubige wird umgebracht, dann ist das Problem auch erledigt. Wir sind heute in einer zivilen Gesellschaft, machen wir nicht. Also, aber der Gläubiger, heute sind Großbanken oft, ja, und so weiter, die sind ja auch wieder Schuldner. Also es ist eine Kette von Gläubiger-Schuldner-Verflechtungen. Und wenn Sie, sagen wir jetzt auf 10% verzichten als Bank, sind schon pleite. Also Sie dürfen gar nicht verzichten. Also es ist schwer zu verzichten. Ganz schwer. Und dann, jetzt noch eine andere Geschichte, also Verzicht, ein Nebengeleise. Merkel und so weiter sagen, die Griechen sollen sparen. Die anderen, die zu viel Schulden haben, sollen sparen. Aber sagen Sie mal, wie sollen die ihre Schulden zurückzahlen, wenn sie keine Überschüsse erzielen? Jetzt angenommen, es gäbe nur Griechenland und Deutschland, ja, dann können ja die Griechen den Deutschen nur bezahlen, wenn die Deutschen Defizite machen und die Griechen Überschüsse. Aber wollen das überhaupt die Deutschen? Die wollen das gar nicht so gern. Also das ist ja, das heißt, man kann nicht die Griechen zwingen zu sparen, zugleich aber als Deutscher Überschüsse haben wollen. Jetzt glücklicherweise gibt es auch andere Länder. Ja? Ich will sagen, jeder Einzelne, deswegen ist das so vertragt, jeder Einzelne kann seine Schulden zurückzahlen, indem er weniger ausgibt als einnimmt. Aber wenn er weniger ausgibt als einnimmt, bleibt etwas übrig, nämlich spart er.
Und um das muss ein anderer mehr ausgeben als einzunehmen. Das heißt, ich kann ja nicht alle sparen. Ja? Das heißt, wenn ich mal die Schuldenlast habe, kriege ich sie durch Sparen nicht mehr los, makro, für alle. Ja, dann habe ich die Schuldenstände so. So, also wie kriege ich sie insgesamt los? Ja, eben nur Kopf ab, Schuldenverzicht oder durch Inflation. Oder durch, und das ist ein gefährliches Spiel. Und die macht man heute falsch. Also die Zentralbanken wehren sich heute gegen die Deflation. Und die Deflation würde ja das Schuldenproblem noch schlimmer machen, weil die Preise, die Schulden sind ja nominell fixiert, zum Beispiel 100 Milliarden Schulden. Und wenn die Preise sinken, steigt die Schuld relativ, ja, die Realschuld steigt dann weiter. Ja. Außerdem gehen viele Firmen pleite und so weiter in deinem Land und das ist ganz schlecht. Ja. Das heißt, ich brauche Inflation. Ich brauche Wachstum. Mit Wachstum können wir natürlich auch herauswachsen. Und dann machen wir eben weniger Schulden. Und dann, wenn es das Sozialprodukt schneller wächst als die Schulden, wird das Schuldenthema auch gelindert. Aber es wird nicht gelindert. Jetzt haben wir um 67 Trilliarden Dollar mehr Schulden insgesamt als am Anfang der Finanzkrise. 14 Länder, habe ich im Economist gelesen, haben ihre Schulden, Staatsschuldenquoten um mehr als 50% vom Sozialprodukt seither erhöht. Also es wurden dem Finanzapparat viel Schulden abgenommen und in die in Staatsschulden überführt. Ja. Und das ist natürlich, und die Zentralbanken reagieren in der einzigen möglichen, ich muss das noch korrigieren, aber in einer nicht so schlechten Weise, als sie einfach die Zinsen herunterdrücken unter die Inflationsrate und damit natürlich das selbsttätige Wachstum der Schulden verringern, beziehungsweise die reale Schuldlast drücken. Ja. Jetzt machen sie es aber falsch, weil sie nämlich nicht ihnen oder mir Geld geben. Also, sie könnt ja uns Konsumenten Geld überweisen und wir könnten es ausgeben und ein bisschen Inflation erzeugen. Aber dann hätten wir wenigstens was davon. Was machen die Zentralbanken? Sie geben es dem Bankenapparat, dem Finanzapparat. Und da hat ein Freund von mir, der Hans Fiedler, einen Artikel geschrieben und das Wortspiel tragisch, ja, der erste Aktion ist tragisch, weil eben dann die Banken das Geld nehmen und es wohin stecken, um Getreide zu kaufen oder um Autos zu kaufen, nein, um es in die Vermögensmärkte zu stecken. Damit wachsen wiederum die Vermögensmärkte. Und die Vermögenspreise, die aber nach dieser Formel, die ich Ihnen vorher gesagt habe, Geld war Geld Strich, ja, die, wenn das Haus doppelt so viel wert ist als vorher, möchte ich als Vermieter auch die doppelt so hohe Miete haben. Das heißt, aus den Vermögensmärkten kommt ein Druck auf das Lohnniveau. Ja? Und auf die, nicht? Das heißt, nicht auf das Lohnniveau, das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich erhöht sich auf diese Weise. Das heißt, man bekämpft zwar das Inflationsproblem, aber hat nicht das Verteilungsproblem bekämpft, sondern im Gegenteil verschlechtert die Verteilung. Man müsste also, ich bin ja für eine Monetative, habe ich auch in meinem Buch begründet. Da gibt es eine Initiative in etlichen Ländern, jetzt in der Schweiz findet ein
wo man sagt, wo das sagt, also die Zentralbank ist die einzige Institution, die Geld machen darf, gehört in die Hände des Souveräns und die müssen absolut unabhängig sein. Ihr muss eine verfassungsmäßige Unabhängigkeit gewährt werden und sie darf den Staat finanzieren. Natürlich nur nach Ausmaß der Bedarfs des Staates. Da aber in der Zentralbank kein Milosevic sitzt, besteht die Gefahr nicht, dass die Hyperinflation los ist. Und die Hyperinflation ist ja auch nicht dadurch passiert, dass die Zentralbank damals, die Reichsbank, angefangen hat, 1923 Geld zu drucken. Sondern das waren Spekulationen gegen die Reichsmark. Darf ich da ganz kurz sagen? Ja, bitte. Die Schweiz hat halt den Vorteil, dass diese Vermögensmärkte Vertrauen in ihre Währung haben. Und wenn jetzt die Schweizer Zentralbank einen Jahresgewinn von 100 Milliarden Franken macht und davon die Hälfte an die Kantone verschenkt, haben sie jetzt kürzlich gemacht, ja, dann geht nicht das Vertrauen der Finanzmärkte in diese Währung verloren. Aber bei den großen Währungen, da wäre das vielleicht schon der Fall, wenn das so passiert. Die Zentralbank ist die Institution, die Geld ausgibt, mit diesem Geld Zinsen verdient. Das nennt man Seniorage. Und das darf der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das ist wie eine Steuer. Sozusagen die Zentralbank pflegt das Medium Geld und kassiert dafür gewisse Gebühren. Die EZB ist es absolut tabu, dass den Mitgliedstaaten direkt Geld das Budget gegeben wird. In der Schweiz. Ja, schon, aber ausschütten dürfen sie. Ausschütten dürfen sie aus dem Gewinn. Ausschütten darf die EZB meines Erachtens auch. Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber das ist ja nicht so viel, was die EZB da auszuschütten hätte. Nein, aber wirklich Geld drucken, um die Inflation raufzubringen, damit auf 4-5%, damit die Schuldenlast zurückgeht. Und ich meine, unser Novotny hat hier gesagt, er hätte gegen den Draghi gestimmt, weil er die Ersparnisse schützen möchte. Aber entweder schütze ich die Arbeit, die Beschäftigung, oder ich schütze das Vermögen. Und da muss ich sagen, da muss man die Arbeit fördern, den Kreislauf der Wirtschaft. Das ist ja ganz logisch. Und bei uns geht es darum, dass man Vermögensmärkte schützt. Bitte. Ich möchte einen Schritt zurück machen. Sie haben schon zweimal das Kapital erwähnt, das in der vorkapitalistischen Zeit in kleinen Gruppen größer geworden. Das haben Sie da genannt. Nein, ich habe das nicht verstanden. Steht da? Bitte. Ich möchte einen Schritt zurück machen zu den vorkapitalistischen Gesellschaftsformen. Das haben Sie schon zweimal so lapidar angezogen, dass die dort bei sich hinten wurschtelt haben. Da bin ich nicht der Meinung. Da hat es eben genau ein sozial kontrolliertes Produzieren gegeben. Das heißt, das war nicht ein Markt, der sozusagen getrieben ist vom Profit, wo massenhaft produziert wird und dann der Unternehmer sozusagen über das Geld wieder die Ware loswerden muss. Ne? Ja, das habe ich. Marx zitiert, dann müssen Sie sehr wohl auch von den Fetischen reden. Ne? Ja, und das Geld ist halt bei Marx auch der Oberfetisch. Ne? Mhm. Und wenn ich Geld habe, dann muss ich mir vor Augen führen, dass, was Sie zuerst erklärt haben, dass das typische Nullsummenspiel ist. Die Schulden des einen sind ist das Guthaben der anderen. Und nach wie vor ist Geld ein Mittel, das Dinge, die nicht vergleichbar sind, vergleichbar macht. Ja. Und das ist das Problem. Okay. Also ich, in vorkapitalistischen, vorgeldwirtschaftlichen Zuständen gibt es natürlich keine Profite oder so. Nicht? Da leben die Menschen in reziproken Zusammenhängen, habe ich auch ganz klar gesagt. Fetischcharakter, der Marx. Marx hat eben das Geld verteufelt. Dieses Heraustreten der separaten Wertform ist etwas Böses. Und es muss abgeschafft werden. Und wir brauchen einen Kommunismus.
aus der Perspektive. Also und was jetzt, gerade da hat sich ja Marx sehr zurückgehalten. Ja, ja, er war ein Feigling, darüber zu sprechen. Ja, und er hat ein Diskussionsverbot erlassen, dass man nicht über den Sozialismus reden darf. Aber implizit in seiner Theorie ist die Abschaffung der Wertform, und wer steht dann an der Stelle der Wertform? Der Herr Generalsekretär. Das ist die Interpretation, das ist die Konsequenz, mein Lieber. Der Bolschewisten in der Sowjetunion. Und wenn ich mir das ist die Position der Bolschewiken in der Bolschewisten. Ja, aber es hat ja vor der Revolution 1917 hat es ja im Februar auch eine Revolution gegeben. Ja, das war eine Bürgerrevolution. Und da war es sehr wohl demokratische Ansätze gegeben, die dann durch die Bolschewiken wieder sozusagen. Ja, finde ich auch toll, dass es diese Revolution gegeben hat. Aber es hat dann eben die bolschewistische Revolution gegeben, wo eben die Freiheit konsequent weggenommen wurde. Die man auch wegnehmen muss, wenn man gegen den Fetisch des Geldes auftritt. Ja? Sie müssen, ich meine, Sie können das Geld gerne verteufeln, aber wie wollen Sie es denn ohne machen? Es gibt keine freie Gesellschaft, keine Bürgergesellschaft ohne Geld. Und wir wollen alle frei und bürgerlich leben, bitte. Also die französische Revolution hat gerade diese Bürgerlichkeit abgeschafft. Ne? Die französische hat die Bürgerlichkeit abgeschafft, das ist mir ganz neu. Das sind auch weitere Meldungen. Bitte. Man möchte doch eine zweite Währung einführen. Ja. Eine Währung, die auf Naturressourcen basiert. Damit könnten wir jetzt diese Problematik der Nachhaltigkeit auch bekämpfen. Das ist möglich. Also das mit ökologischen Berechnungen und so weiter könnte man das umsetzen. Und dann wäre vielleicht ein Ausgleich da, Geld, eine Geldwährung, und dann müsste man ein Grundeinkommen natürlich für jeden schaffen, der über das Ökologische auch eine Basis bekommt, den kann man ausrechnen, weltweit sogar. Was sagen Sie zu der Idee? Mir ist halt immer dieses nur Geld, einfach was immer für Währung. Wir haben eine Natur, eine Umwelt, die ist jetzt am Ende, und so könnte man das auch machen. Ist ein Projekt, das schon ausgearbeitet ist. Falls jemand Interesse hat, kann ich näher darüber Auskunft geben. Ja, soweit mir bekannt ist, kommt dieses Projekt, ist einer der Autoren, vielleicht gibt es auch andere. Es ist 10 Jahre bis es. Ist Douthwaite, der hat so ein. Der Gedankengang ist insgesamt recht vernünftig. Also, in der modernen Gesellschaft wird Geld geschöpft, aus dem Nichts. Und wer macht das jetzt? Also, es gibt eine Weltwährung, das ist der Dollar. Und eine Nebenweltwährung, das ist Euro, und andere Währungen spielen auch noch eine gewisse Rolle, wie der Schweizer Franken. Aber der Gedankengang ist, also wenn Geld frei geschöpft wird, wer darf das tun? So. Die moralische, ethische, ökologische, was auch immer, Frage ist, warum sollen das ausgerechnet die Amerikaner tun? Nicht? Ja? Mit welchem Recht? Also wenn Geld geschöpft wird, dann sollte das doch der Seniorage, wenn aus dieser Geldschöpfung entsteht, das ist ja Kaufkraft, die dann entsteht. Also Wirtschaft wächst, ja, wächst nach, und man darf entsprechend des Wachstums der Wirtschaft, jetzt in der Verschuldungssituation sollte man ein bisschen mehr machen, also Geld schöpfen. Ja. Und der Gedanke ist, dass man da Länder daran beteiligt. Und da die Ressourcen knapp sind, da der CO2-Verbrauch beschränkt ist, man darf nur 4,5 Milliarden Tonnen pro Jahr sollten wir verbrauchen, weil sonst mehr kann der Globus nicht absorbieren, sollte man das ökologisch nutzen und verknüpfen mit dem Verbrauch. Also da würde dann jeder Mensch das gleiche Verbrauchsrecht haben. Und die armen Menschen würden, also die armen Nationen würden mehr Geld bekommen, weil sie, oder würden die gleichen CO2-Rechte, also Geld proportional zu CO2-Rechten bekommen. Und dadurch würde ein gewisser Druck auf den sparsamen Umgang
mit fossilen Brennstoffen und anderen ausgeübt werden. Das ist der Grundgedanke. Also einfach Geldschöpfung gerechter und es mit ökologischen Zwecken kombiniert. Ein wunderschöner Gedanke, aber eben finde ich toll, aber politisch ist er halt weit weg von der Realisierung. Schade noch, ja. Aber man muss ihn natürlich hinausbringen und es ist ein vernünftiger Vorschlag. Es ist wirklich ein vernünftiger Vorschlag. Ja. Viele Vorschläge werden gemacht, die unvernünftig sind. Aber dieser Vorschlag ist echt ökonomisch vernünftig. Wie wäre denn der Bevölkerungsentwicklung gekoppelt? Mhm. Hätte jedes Volk das Recht, sich so zu verwerten, wie es will? Gute Frage. Ja. Oder könnte das nicht viele fragen, wie könnte das sagen? Das ist ja kein anderes Thema. Man kann sagen, man verknüpft nicht damit. Wir gehen nicht nach dem Quo aus. Es ist aber ein Druck auf die Bevölkerungsentwicklung. Vielleicht. Wie lösen wir das Weltlagerproblem? Ja, es ist zu keiner richtigen Lösungsansatz gekommen. Aber ich beschäftige auch von der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur her und von dieser klassischen Ökonomie. Unser gesamtes finanzielle Geldvermögen beträgt ungefähr derzeit 70 Billionen Euro. Ja. Die Schulden Griechenland 70 Billionen Euro. Das gesamte Finanzvermögen. Ja? Sie meinen 70 Trillionen? Nein, Billionen. Das ist ein Irrtum, nicht Trillionen, also sondern Billionen Euro. Weil Trillions in Trillions englischer Sprache heißt Billionen. Ja? In der Eurozone. Bitte? In der Eurozone. Nein, so weltweit. Ja? Also und jetzt haben wir hier ungefähr unsere Wirtschaftsleistung ist jährlich in der Eurozone ungefähr 18 Billionen Euro, ja, identisch mit der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Und Griechenland hat Schulden, derzeit sagen wir 350 Milliarden Euro, so ist das, wenn das Problem in der Form zu lösen, aus der kapitalistischen Struktur, dass wir einfach die Schulden durch einen europäischen Finanzausgleich gelöst werden. Es gibt keine andere Lösung. Denn wir wissen, dass so ähnlich wie zwischen Kärnten und Wien, wo jetzt an diesen 24 Milliarden wir alle Österreicher zu zahlen haben, und wenn man das dann auch umlegt auf 400 Millionen, sind das sehr geringe Beträge. Ja? Und wir wissen alle, dass Griechenland die Schulden nie zurückzahlen wird. Das ist ein Traum von der Merkel oder sonst wie, um den Griechen Zeit zu lassen. Sie hat auch absichtlich im Jahre 2010 gelogen, denn sie hat gesagt, Griechenland hat nur ein Liquiditätsproblem. Also sie hat nicht unterscheiden können zwischen einem Insolvenzproblem und einem Liquiditätsproblem. Ich glaube aber das nicht, sondern es war gezielt, um Griechenland in der Eurozone zu halten, damit dieses System aufrechterhalten bleibt. Und um das auch mit weiterhin, diesen Lösungsansatz, glauben wir, demnächst kommen. Frage hat schon vorgearbeitet, dass hier einfach die Schulden auf 40 Jahre, 100 Jahre hinausgezögert werden und mit einer kleinen Inflation, von einer gewollten Inflation von 2%, sind in 50 Jahren die Schulden ohne diesen Null. Ja? Mit Spanien dann? Mit ähnlich. Und sicher, was ist mit Frankreich? Das sind ähnliche, wenn man das alles hinausschiebt auf 50 Jahre, 100 Jahre, löst sich das alles von alleine, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Und das kapitalistische System funktioniert. Das ist eine Art. Ja, ja. Und ich glaube, es wird nicht so sein. Naja, das sind ja Vorschläge, die vielfach diskutiert werden. Die Gesamthaftung, Eurobonds und so weiter, was eben die deutsche Regierung ablehnt. Ja, aber es geht ja nicht anders. Es muss ja irgendwann, es war ja auch inzwischen nach. Yeah. Auch die Deutschen haben ja nie die Schulden bezahlt, die sie in den 30er Jahren verursacht haben. Ja? Das wäre nur ein umgekehrtes System. Der Faschismus in Deutschland hat zwar sehr hohe Schulden verursacht, aber die nie zurückbezahlt.
Ja, das gesamte Erdvermögen ist vernichtet, weil die gesamten Sparguthaben sind alle vernichtet. Und wir arbeiten jetzt da auch aber sehr dosiert. Das gesamte Finanzvermögen ist aufgebläht, sind diese 70 Billionen Euro oder auch Dollars. Dann wird das automatisch reduziert durch Schuldennachlässe. Gezielte Langverschuldungsnachlässe. Die Verschuldung ist das eine. Das ist eine drohende Größe, die auch die Wirtschaftstätigkeit bremst. Das andere sind natürlich die großen Defizite, die Griechenland hatte. Und man kann natürlich nicht die dauerhaft weiterfinanzieren. Das werden Sie sicher. Man muss ihnen Hilfen geben. Man kann nicht in einem Jahr von einem Staatsdefizit von 10% herunterkommen. Da müssen die Griechen große Anstrengungen unternehmen, sie haben das getan. Jetzt haben sie sogar einen Überschuss. Und es ist nur zu hoffen, dass dieser Überschuss oder dieser Ausgleich bleibt. Und dann kann man die Schuldenprobleme, muss man angehen, da haben Sie ganz recht, die Griechen werden diese Höhe der Verschuldung nicht zurückzahlen können. In dem die Zinsen wieder ansteigen würde. Wenn die Schulden nur immer umgewälzt werden, also umgeschuldet, und die Zinsen eh faktisch bei Null sind, spielen ja keine Schulden eine Rolle. Die Japaner haben eine Staatsverschuldung von 250%, die Griechen nur ungefähr 150%. 180, hat die Griechen. Aha. Okay. Darf ich doch mal? Es ist aber schon die Frage zu stellen. Es ist schon die Frage zu stellen, dass die Griechen, also die Griechen haben sich sozusagen verschuldet, aber auch eine Verantwortung der Gläubiger ist doch da. Also es muss doch immer ein Wechselspiel sein. Das heißt, wenn ich jemand Geld leihe, habe ich doch halt auch eine gewisse Verantwortung. Ja, sicher. Na, und wo bleibt die Verantwortung von den Gläubigern? Vor allem was mich irritiert in der ganzen Angelegenheit, die Gläubiger sind immer noch anonym. Man weiß nie genau, wohin die Gelder eigentlich wirklich gehen. Das ist das Top-Secret und das wird sozusagen überhaupt nicht publiziert. Das wäre doch eine ganz wesentliche Frage, wohin die Gelder gehen. Gehen die Pensionsfonds, gehen die was, wo laufen die hin? Wo sind die Nutzen dieser von den Schulden der Gläubiger? Wir haben da viel aufzuholen. Es gibt ja kaum Vermögensstatistiken. Alle Sozialproduktberechnungen, alle Steuern und so weiter sind auf das laufende Einkommen gerechnet. Daneben haben sich über die Jahre Riesenvermögenstürme und Schuldentürme also angehäuft. Und dafür hat sich niemand interessiert. Und man hat die Vermögenden natürlich geschützt. Und man hatte eine Zeit lang überhaupt nicht über Vermögens- oder Vermögensverteilung diskutiert, über das Verhältnis von Arm und Reich. Das war ab den 90er Jahren, in den Yuppie-Jahren, war das einfach kein Thema. Und das ist uns dann eben mit der Finanzkrise auf den Kopf gefallen. Und jetzt muss man da tüchtig hausarbeiten und Nacharbeit. Verzeihen Sie aber, wenn ich als kleiner Konsument auf die Bank gehe, dann habe ich sehr wohl eine Bonitätsprüfung, wenn ich mir so ein Geld ausborge. Wo bleibt die Bonitätsprüfung zum Beispiel bei Griechenland? Wer ist verantwortlich für die Bonität der Griechen? Vielleicht darf ich noch einmal kurz etwas sagen. Also, mir hat es sehr gut gefallen, was Sie als Ökonom hier gesagt haben. Ich glaube, die Staatsschuldenproblematik ist lösbar über die Zentralbanken und die könnten einfach so viel Geld schöpfen, wie für die Staatsverschuldung notwendig ist, um das Überleben der Staaten zu sichern. Aber das eigentliche Problem ist, glaube ich, wie bei Monopoly, ja, wenn es so eine starke Schlagseite gibt zu den Vermögenden, ja, also wenn sozusagen diese Billionäre auf der Welt, die werden ja jedes Jahr mehr und dieser Private Wealth, also der private Reichtum, kriegt so ein Übergewicht, ja, dass dagegen einfach nichts mehr gemacht werden kann. Ja. Und das ist bei Monopoly einfach, ja, dann ist das Spiel aus. Ja. Wenn einer
alles hat und die anderen können nichts mehr zahlen und der hat jetzt alle Häuser und alles Geld und alle Wertsachen, dann hört man auf zum Spülen und fängt eine neue Partie an. Ja? Und beim wirklichen Leben ist es aber nicht so. Ja? Da muss es irgendwie, der Zweite Weltkrieg war natürlich so ein Ende. Ja? Da ist auch eine Überschuldungskrise zu Ende gekommen. Ja? Dadurch, dass die Deutschen halt den Krieg verloren haben und ihre Verbündeten und die Währung verloren haben und die ganzen Schulden auf einmal weg waren und die wurden auch nie zurückgezahlt, das ist richtig. Ja. Und, aber wie das jetzt sozusagen sein kann, wo das jetzt hintriftet, ja, es driftet auf jeden Fall zu einem solchen Übergewicht des privaten Reichtums, da besteht überhaupt kein Zweifel daran. Ja. Und wenn man das nicht einbremsen kann, ja, also Griechenland in Wirklichkeit, ja, gibt es ja griechische Reiche auf der Welt, die haben viel mehr Geld, als der griechische Staat Schulden hat, ja, 10-mal so viel ungefähr. Wenn die freiwillig 10% spenden würden, wäre Griechenland ein reicher Staat. Ja. Das machen die aber nicht. Ja. Die wollen ja jetzt, wie ich es höre, wollen ja die Regierungen in Europa die Griechen unterstützen, dass sie an die Vermögen dieser Superreichen herankommen. Und zwar mit einem rückwirkenden Stichtag, sonst hat es ja keinen Sinn. Ja. Wenn im Augenblick, wo sie es hören, verlagern, sind die Gelder nach Singapur oder Hongkong und auf diese Schäden. Ja? Das ist klar. Aber das sind sicher einige Milliarden zu holen, die spüren es ja gar nicht. Ja, das ist ja das Nächste, weil ein derartig großes Finanzvermögen da ist, was gar nicht mehr verkonsumiert werden kann. Und was ich mir auch gedanklich, warum leiden wir darunter jetzt? Wir müssen sparen, es werden die Steuersäulen erhöht und es diskutiert wird die ganze Zeit. Und ich habe auch eine Theorie in Iran-Lehnung, dass hier dieses Finanzvolumen derart hoch gestiegen ist und Zinsen verlangt werden. Zinsen kann ich aber nie kann ich nur durch Arbeit verdienen. Ja, die Leute glauben, Kapital arbeitet von alleine, ja, das ist aber ein Irrtum. Zinsen kann ich nur durch harte Arbeit finanzieren. Und teilweise ist sogar Arbeit zu wenig da. Und das ist ja das nächste Problem, dass diese Zinsen nicht mehr erwirtschaftet werden können. Und deswegen ist es auch logischerweise jetzt eine Niedrigzinspolitik da, weil das niemand mehr verdienen kann. Und man spürt, wenn man jetzt eine Bilanz, ich beschäftige 40 Jahre mit Bonitätsprüfung und Bilanzerstellung, ja, und sehe, wenn ich jetzt hier diese Positionen durchsehe, sind sehr viele Werte enthalten, die sich nur auf die Zinsen beziehen. Ja. Wenn Sie hernehmen, die Prämien bei den Versicherungen, die Zinsen, die Nebenkosten bei Banken, ja, wir haben zwar jetzt ein Minus, du kriegst kein Geld mehr auf der Bank, aber eine Feststellung ist, dass das einen Kredit haben, zahlen sie 14% Zinsen, Überziehungszinsen und zusätzlich wird ihr Geld in der Form abgeschöpft, als Sparguthaben, in dem Kosten sie zahlen müssen. Das ist eben ein negativer Ertrag. Das ist auch ein Phänomen, was ich in letzter Zeit erblicke und Bilanzen erstelle, dass hier hohe Kosten einfach der Bank da sind. Ja? Bereitschaftsgebühren und alles Mögliche, das ist enorm, wie hoch diese Belastungen sind. Ja. Und, ja, das aber das ist ja bei uns wieder jetzt, wenn diese Vermögensgrößen steigen, erfordern sie ihren Tribut. Ja, richtig. Und die Verteilung verschlechtert sich dann. Deswegen darf man nicht zulassen, dass diese Vermögensgrößen einfach hypertrophieren. Richtig, ja, genau. Sonst hängt es in die Mitte des Verhandlungs. Das sind wir gerade dabei. Sie können jetzt mehr herausholen. Das ist auch so. Das ist ein abwendendes Problem. Nein, Sie können das ist auch nicht mehr herausholen. Wir können keine Steuern mehr erhöhen. Ja, wenn Sie diskutieren, wie wollen Sie noch Steuern? Ja, die Realität schaut doch anders aus. Nein, das ist ja nicht wahr. Also, wir haben die Defizite werden immer höher. Österreich hat eine enorme Höhe, wie Sie vorher gesagt haben, die Verschuldung der Staaten steigt gewaltig. Warum? Weil wir keine Einnahmen mehr generieren. Und das beobachte ich auch. Ja. Es wird die Umsatzsteuer geringer. Wir reagieren, wir konsumieren weniger. Ja? Wir haben ein Zwangssparen, haben wir. Das heißt, Sie können nicht mehr Geld ausgeben, obwohl Sie das Geld nicht haben. Das ist ein indirektes Sparen. Nur, der Staat
Sand ab. Wir haben die höchste Abgabenquote, das ist ja gewaltig. Es hat früher Aufschläge gegeben, ein Zehntel zu bezahlen bei Mieter, also das in die Geschichte hineingeht. Und heutzutage, der Staat sollen wir sein, sind es nicht. Ja, letztendlich begehren wir jetzt auch als Bürger, die da sitzen, und sie kommen zu keiner Lösung mehr, ja? Weil sie können uns nicht mehr auspressen. Wir zahlen 40% Steuern, die kleinsten ab 13.000 Euro gibt es 40% Einkommen. Das wird jetzt alles besser. Nein, was macht ihr? Die Lösung, kurz einmal hier eingreifen. Die Diskussion ist dann, glaube ich, sehr tief gegangen. Wir haben einzelne Antworten von Dr. Wirz erhalten. Und ich würde jetzt höchstens noch zwei, drei kurze Statements zulassen und dann aber bitten, dass wir uns langsam zu einem Ende begeben. Ja? Bitte schön. Gut, dann keine Frage, zwei Statements. Mich hätte noch mehr interessiert der Zusammenhang Bindung des Geldes an Realitäten, der in den 70er Jahren in den USA zunächst aufgegeben worden ist und die noch auch eben auf das gesamte Geldsystem entwickelt hat. Dass eben Geld nicht nur mit entsprechenden Realitäten unterlegt ist, sondern letztlich wachsen kann. Und das Zweite ist eben die Frage Wachstum von Geldmengen in einem beschränkten Realitätensystem, in einer beschränkten Welt. Fläche ist beschränkt da. Das Zweite ist das Wachsen von Geld in einer beschränkten Realitätenwelt. Das heißt, wir haben beschränkte Grundfläche, wir haben beschränkte Ressourcen, wir haben beschränkte Aufnahmekapazität der Umwelt für unsere Schadstoffe. Wie das zusammenpasst, aber jetzt sind nur Statements, keine Frage. Ja, ja, okay, das sind gute Fragen, danke. Also das Erste, also ich glaube, das ist in der Logik der Entwicklung des Geldes liegt, dass es sich entmaterialisiert. Also früher, eigentlich ist ja Geld immer was Immaterielles. Ja, man hält ja nicht das Gold wegen des Goldes, sondern man hält es als Zahlungsmittel. Also was man will, ist eigentlich nur die Funktion. Ja? Wenn man die Funktion haben kann, ohne Materie, ist es umso besser. Ja? Und aus bestimmten Gründen, historischen Gründen oder weil Ungleichgewicht zwischen Amerika hatte dauernd Defizite gehabt und deswegen dauernd, also haben die anderen Länder Gold, also Dollar gehortet, jetzt wollten sie das in Gold umtauschen. So viel Gold hatten die Amerikaner nicht, haben sie diese Bindung gekappt. Aber das ist eigentlich was Logisches. Langfristig ist es logisch, dass sich Geld als Symbol von der Materie befreit. Ja? Entmaterialisierung des Geldes, Desubstantialisierung des Geldes. Ja. So, jetzt komme ich damit zu Ihrer zweiten Frage. Geld ist ein Symbol. Theoretisch kann es beliebig viel produziert werden. Und es ist ja auch großartig, dass wir die Illusion erzeugen können, reich zu sein mit der Produktion eines Symbols. Kostet ja nichts. Aber normalerweise, und deswegen muss der Staat oder die Zentralbank als Vertreter des Staates bei der Herausgabe des Geldes natürlich hochdiszipliniert sein und darf nicht sagen, jetzt produziere ich einfach so viel, wie es, den drucken kann man ja beliebig schnell. Ja? So. Also das heißt, sie müssen das vernünftig machen. Ja? Und da erhebt sich nun der Streit. Was ist denn vernünftig? Was kann man denn vertragen? Und jedenfalls in einer verschuldeten Wirtschaft, die wir heute haben, vertragen wir mehr Wirtschaft, mehr Geld und brauchen wir Geld, um die Schulden überhaupt, die Reallast der Schulden zu drücken. Sonst hätten wir, wie ich gesagt habe, schon die Deflation und wir hätten Finanzzusammenbrüche und so weiter und so weiter. Also kumulative Effekte, die wir gar nicht absehen können. Also wir brauchen heute ein bisschen mehr Geldproduktion und der Draghi kommt dem ja auch bereitwillig nach. Und der Bernanke vorher auch und jetzt auch die Yellen. Ja.
Und die Japaner machen auch billiger, also sehr viel Geld. Ja. Aber ich sage es nochmal dazu, Geld besser als im Zusammenbruch des Umweltsystems? Nein, ja, das hat mit dem Umweltsystem mal gar nichts zu tun. Gar nichts. Wenn Sie Geld, Symbole drucken, ist das, verschmutzen Sie nur die Umwelt durch die blaue Farbe auf dem Papier. Sonst gar nichts. Und wenn Sie elektronisches Geld produzieren, nicht einmal das. Ja, Sie verschmutzen Umwelt durch einfach weiteres Wirtschaftswachstum. Ja. Aber das hängt mit der Entsubstantialisierung des Geldes überhaupt nicht ab. Und natürlich das ganze Getriebe verlangt eine Art von Vollbeschäftigung immer und ein politischer Druck natürlich auf mehr Wachstum und so. Aber vom Geldsymbol aus geht dieser Druck nicht, nur vom Geldsystem, also vom Verwertungsmechanismus aus. Das schon. Und den muss man auf verschiedene Weise zu bremsen. Aber verstehen Sie, der Verwertungsmechanismus hat nichts mit dem. Hat mit der Funktion des Geldes, aber nicht damit zu tun, dass Sie Geld elektronisch oder papiermäßig erzeugen können. Sondern mit der Verwertungsmittel. Das heißt, ich habe gesagt, Geld, Ware, Geldform. Als Investor möchte ich mehr Geld verdienen. Dass man den kapitalistischen Verwertungsprozess reduziert in der Wirtschaft, man wird ihn nie ganz loswerden. Verstehen Sie das? Weil es soll ja investiert werden, es wird immer investiert. Und wenn Sie Investor sind, erwarten Sie ganz naturgemäß, ich meine, einen Ertrag, sonst verschenken Sie ja das Geld. Ja? Das heißt, wir können aus diesem Kreislauf nicht heraus. Wir können herauskommen, jetzt was die Umwelt betrifft, indem wir statt Steuern auf die Arbeit, Steuern auf die Umwelt, auf den Umweltverbrauch umlegen. Ja? Also da ist viel Luft drin. Wir sind immer gewohnt, nur Arbeit zu besteuern. Das Erdöl, das wir heute haben, ist ja so billig. Wir können mit einem Liter Diesel, können wir eine Tonne gut 20 Kilometer bewegen. Da zahlen wir heute 1 Euro dafür. Eine Tonne, 5 Leute im Auto, 20 Kilometer. Mit 1 Euro. Dabei ist das noch hoch besteuert. Ist doch umsonst. Es ist doch wirklich umsonst. Das heißt, da ist doch Luft drin. Und dass das nicht gemacht wird, ist eine Schande der Bürgergesellschaft. Wir zerstören doch die Umwelt. Ja? Machen wir doch die Arbeit ein bisschen billiger dafür. Verlagern wir die Steuern um. Wir kommen jetzt mehr und mehr in diese gesellschaftlichen Veränderungsprozesse. Das wäre ein anderes Thema. Und ich möchte in dem Sinn jetzt danken für die engagierte Diskussion, dass Sie so lange geblieben sind und wünsche ein gutes Nachhausekommen. Danke Professor Wirz für seine Ausführungen und auf einen Monat wieder dann zum Thema Frauen und die Gleichgewichte zwischen den Geschlechtern als nächstes Thema.